Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Heute wollen wir uns mal dem letzten Reaktortyp widmen. Das ist der Deuterium-Reaktor. Und im Vergleich zu den ersten beiden, der Thorium- und der Uran-Reaktor, das sind beides Spaltreaktoren, also herkömmliche AKWs. Und der Deuterium-Reaktor, der ist ein Fusionskraftwerk. Der Unterschied ist, bei einem normalen AKW werden schwere Elemente gespalten und bei einem Fusionsreaktor werden leichte Elemente zusammenfusioniert und das erzeugt ebenfalls Strom. In echt gibt es ein paar Fusionsreaktoren, die im Bau sind, das sind aber alles meines Wissens nach momentan noch Testreaktoren. Wir haben die Kernfusion noch nicht so wirklich gemeistert. Aber hier in Factorio werden wir das zweifelsohne tun. Das läuft folgendermaßen ab. Grundsätzlich werden in einem Deuterium-Reaktor, Deuterium, das ist ein Wasserstoffisotop, fusioniert mit, ich glaube es war Tritium. Und da wird dann jede Menge Energie freigesetzt. Das Problem ist ein bisschen, dass um diese Fusion zu erzeugen, sind ungemeine Mengen an Druck oder Hitze erforderlich. Auf der Sonne, also in der Sonne, soll ich vielleicht sagen, wird das bereits gemacht. Das ist ein natürlicher Vorgang in der Sonne. Da ist der Druck einfach so hoch, da wird der ganze Wasserstoff fusioniert zu Helium. Aber auf der Erde haben wir leider diesen Druck nicht. Was heißt leider? Zum Glück haben wir diesen Druck nicht. Den als Menschen würden wir den nicht aushalten. Auf der Erde haben wir diesen Druck nicht, den vonnöten ist, um eine Fusion in Gang zu kriegen. Also brauchen wir verdammt viel Hitze. Und was gemacht wird, ist mit einem Magnetfeld wird das Plasma, das wird erhitzt auf, ich glaube, mehrere Millionen Grad. Und wenn das natürlich irgendwo an irgendwelche Wände kommt, würde das sofort wieder abkühlen. Deswegen wird das versucht, mit einem Magnetfeld zusammenzuhalten, dass das irgendwie nicht die Wände des Reaktors berührt, damit das in der Hitze bleibt und so hoffentlich die Fusion in Gang bleiben kann. Das ist zumindest das Wissen, das ich habe. Es gibt auch verschiedene Fusionsreaktortypen. Ich glaube, das, was ich jetzt beschrieben habe, den nennt sich Tokamak-Reaktor. Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier ein paar Deuterium-Reaktoren. Und schauen uns das Ganze mal an. Du brauchst natürlich blau oder lila. Moment mal, fehlt da was? Ne, wir können lila herstellen. Okay, das Ding hat ein Fuel Value von 120 Gigajoule. Wie sieht's mit blau aus? Das hat ein Fuel Value von 80 Gigajoule. Also wir wollen, wenn möglichst, lila nehmen. Wobei, das spielt nicht so eine Rolle, ne? Und dafür brauchen wir diese Mune Fusion Catalysts. Beim anderen? Warte mal, das andere war in einer Hundskommunen Dingens hier, ne? Wie hießen die Dinger? Die hießen Deuterium Fuel Cells. Oh, was habe ich denn da gemacht? Deuterium Fuel Cells, hier. Also, wir brauchen Mune. Ich lasse das Rezept mal da, damit wir sehen, was wir brauchen. Das andere Rezept für die blauen, das wird in Camplands gemacht. Warum habe ich Bleioxid im Inventar? Das kommt doch hier rein. So. Stellen wir noch ein paar Turbinen auf. Damit hier ordentlich Strom produziert wird, den wir nicht brauchen. Ich meine, wir sind bei 1,6 Gigawatt Produktion. Verbrauchen aber nur 300 Megawatt, also es ist, was wir tun, ist eigentlich komplett unnötig. Aber was soll's. Oh,
Hier wird gearbeitet. Schön. Oh. Oh, das Neptunium, genau. Bringt das Neptunium hier rüber. Zu dir. Tut mir leid, wir werden jetzt wieder abgelenkt. Es gibt hier noch ein paar Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Also, du requestest Neptunium. Ja, 100 reichen. Wirst du sowieso nicht kriegen, von dem her, was soll's. So, die arbeiten auch wieder. Das heißt, es wurde etwas an Curium produziert. Schöne Sache. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir brauchen diese... ich wollte einen Chemical Planner aufstellen. Und zwar dafür. Ich glaube, das Rezept ist relativ ähnlich. Und zwar brauchen wir für beide diese Mion Fusion Catalysts und Deuterium Gas. Tritium wurde wahrscheinlich weggelassen, der Einfachkeit halber. Und hier brauchen wir auch. Hier brauchen wir einfach mehr Fusion Catalysts, dafür weniger Deuterium Gas. Verstehe. Okay. Ich denke mal, wir gucken uns mal die Mion Fusion Catalyst an. Also das ein Rezept haben wir schon mal in der letzten Episode gesehen. Mion Fusion Catalysts werden ja entweder mit diesem Ding hier gemacht oder recycelt. Oh, das heißt, wir können die gar nicht in Riesenmengen produzieren. Oder? Das ist schlecht. Wir müssen das hier tun. Dammit, und wir brauchen auch die Säure. Ich wusste, dass die ganze Sache einen Haken hat. Okay, nichtsdestotrotz kümmern wir uns mal um diese Fusion Catalyst. Weil ohne die scheint nichts zu gehen. Für beide Rezepte nicht. Wo? Hier ist das Gas. Bring das alles hier rüber. Wo? Bis wie weit? Okay, du bist ein bisschen im Weg jetzt hier. Denn das wird auch in Zentrifugen gemacht. Nein, das wird in dem Camp Plant gemacht. Glücklicherweise haben wir noch welche hier. Und zwar machen wir die mal so. Ach, das Wastewater. Das Wastewater brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Das können wir eigentlich clarifyen. Habe ich noch? Ja, ich habe noch einen Clarifier. So, das wäre das. Das heißt, wir brauchen jetzt das die Säure hier. So, damit haben wir die Säure. Dann würde ich ganz gerne das hier splitten. Und zwar mit einer Output-Priority auf rechts. Nein. Substation natürlich. So. Okay, ich hätte es vielleicht nicht abreißen sollen, weil muss ich es nochmal neu hinstellen, damit wir sehen, was wir hier tun. So, aber grundsätzlich ist es so, dass wir hier sehr viel Deuteriumgas brauchen, dafür weniger Fusion Catalysts. Und später brauchen wir dann, oder für das hier brauchen wir weniger Deuteriumgas, dafür mehr Fusion, mehr Mühe um Dinge halt, ne?
Okay, und der Rest. Wir machen das so. Auch das kommt hier zusammen. Und dann würde ich sagen, splittern wir hier mal die Mion-Dinger raus auf rechts. Und der Rest kann eigentlich dann weiter fließen. Problem ist, dass kein Curium hier rauskommt jetzt. Man muss sich so ein bisschen entscheiden, ob man. Vielleicht können wir später dann wieder umschalten, wenn wir die ersten von diesen Dingern hier haben. Ich werde die für den Moment einfach mal in den Passive Provider reinpacken. So. Dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Und der Rest passt. Also mit Frage der Zeit meine ich, die Typen brauchen einfach Ewigkeiten, bis sie irgendwas machen. Da wird gearbeitet. Könnten uns noch mal ein paar davon holen. Immer noch nicht ganz genug. Vielleicht auch noch mal ein paar Bohrdinger. So. Fantastisch. Das sind mal die Mumion-Dinger. Das andere Rezept für die Sinn ist, dass. Nein. Das andere Rezept ist, dass wir die Fuel Cells rauskriegen und davon dann vier, vielleicht, wahrscheinlich fünf bekommen. Das ist eine 1-zu-1-Relation. Das ist eine 2-zu-1-Relation. Also wir hauen einen Fusion. Muon Fusion Catalyst reinkriegen, aber zwei Deuterium Fuel Cells raus. Das heißt, das hier ist nicht negativ, die zu verwenden. Von dem her wollen wir die wahrscheinlich gar nicht erst verwenden. Wir wollen direkt auf diese hier gehen. Weil wir kriegen hier 10 Deuterium Fuel Cells raus. Und die 10 geben uns mehr Spend. Ne? Mehr Used Up Deuterium Fuel Cells? Ah ne, Moment, das sind die blauen. Oder sind das. Müsste man mal testen. Warte mal, das können wir mal ganz kurz, können wir kurz gucken. Hier müsste alles drin sein. Used. Ich denke, es kommen so oder so die blauen raus. Auch wenn wir die lilanen reinpacken. Von dem her passt das. Ich denke, wir werden die direkt herstellen. Das macht mehr Sinn. Okay, dann hätte ich ganz gerne eine Requester-Chest. Und zwar. Brauchen wir Blei? Du kannst auch von Buffer Chests requesten. Später. Hierfür. Das heißt, wir müssen uns noch um das Deuterium Gas kümmern. Und dann hätten wir. Das hier können wir auch bereisen, weil wir haben jetzt gesehen, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Von dem her. Bin gerade am Überlegen. Wie lange braucht ihr dafür? Crafting Step von 10 Sekunden, nur ein so ein Ding reicht dicke aus. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir hier einfach das machen?
Und bei euch filtern wir dann alles außer die Mion-Dinger raus. Also ihr kriegt Slack. Ihr kriegt Neptunium. Und ihr kriegt Uran-234. Und das war's. So. Fangt an zu arbeiten. Weißt du was? Das kann weg. Einzelne Dinge reicht momentan. Und sobald wir fünf Stück hier. Wir brauchen nur fünf Stück. Wir brauchen fünf Stück davon. Und dann läuft das. So. Das Deuterium-Gas. Das kommt aus. Es gibt hier verschiedene Sachen. Okay, das ist einfach das schnellere Rezept mit den Elektroden. Und wir können es bottlen. Also, das ist das Rezept hier, ne? Wir brauchen Heavy Water. Und Heavy Water kommt von Semi-Heavy Water. Und Semi-Heavy Water kommt von 12,5% Semi-Heavy Water. Saline. Enriched Hydrogen. Okay. Also, im Prinzip brauchen wir Saline Water, Purified Water und Enriched Hydrogen Sulfide Gas. Und das braucht Hydrogen Sulfide Gas und das braucht endlich das Acid Gas, was wir, glaube ich, schon seit einer Milliarde Jahren hier oben haben und keine Verwendung dafür haben. Das wird sich jetzt ändern. So, du kannst weg. Mach das Ding voll. Endlich brauchen wir das. So, das heißt. Ich denke. Ich denke. Den hier können wir eigentlich wegschmeißen, ne? Mach mal Deuterium. Wir machen erstmal das. Ich denke, das passt schon so. Wir wollen. Unlink Block. Wir wollen. Keine Ahnung. 1000. Schauen wir mal. Okay. Das ist mit Purified Water. Und wir kriegen Dampf raus. In einem Cooling Tower. Semi-Heavy Water kleiner 30 Grad. Was? Das ist in einem Boiler. Das ist in einem Cooling Tower. Spielt es für eine Rolle? Wir brauchen noch einfach Semi-Heavy Water, oder? Heavy Water. Ja. Ich glaube, die Temperatur spielt keine Rolle. Heißt, wir würden das hier machen. Ach, guck mal. Ist ein bisschen viel. Naja, was soll's. Oh, Cooling Tower gibt es nur einen. Okay. Nichtsdestotrotz. Du brauchst Heavy. Okay, das ist wohl oder übel das falsche Rezept. Genau, weil der braucht Heavy Water und haut Heavy Water raus. Das Einzige, was der tut, ist, das Heavy Water zu kühlen. Von dem her, ich glaube, das bringt uns nichts. Das ist das, was wir wollen. Dann ist Semi-Heavy Water. Was brauchst du genau? 15%. Das muss auch das hier sein. Da brauchen wir auch wieder. Boah, 40.000! Was zur Hölle? Ich habe das gar nicht gesehen. Guck dir das mal die Relation hier an. Das ist ja brutal. Um Semi-Heavy Water in. Das ist eine 30 zu 1 Relation. Bräuchten jetzt
2000 Kimplans. Ach du meine Fresse. Oh Gott. Ah, das ist schrecklich. Ja, dimensionieren wir das vielleicht auf 100? Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Bestimmt. So, du brauchst 7,5%iges. Das 7,5%ige kommt hier raus. Okay. Ja, wir sind hier immer noch im... Ach Gott, das brauchst du nicht. Du brauchst Chemical Plants, meine Fresse. Du kannst auch normale Boiler nehmen, ne? Weil wir haben keine Electric Boiler 3. Oder muss das zwangsläufig ein Electric Boiler sein? Haben wir Electric Boiler? Ich glaube, ich habe die nicht automatisiert. Wenn, dann wäre es beim Alu. Was hier irgendwo wäre. Ha. Den normalen Boiler. Ist schwierig zu sagen, ob man hier auch einen normalen Boiler verwenden kann. Nee, da kommt Dampf raus. Vielleicht war das Rezept einfach nicht in normalen Boiler drin. Gib mir mal einen Electric Boiler. Irgendeinen. Fehlen mir Stahl und Stone Bricks. Okay. Das sollten wir zusammenkriegen. Electric. Ja, mach direkt einfach einen zweiten. Stufe 2. Wenn wir schon dabei sind. Wir müssen mal gucken, wie viel Platz wir... Oh, oh. Den Stein können wir jetzt nicht herauslegen. Ja, vielleicht werde ich hier erstmal die da reinpappen. Weil die brauchen wir gerade noch nicht. Hast du was? Nö. Es hat nur eine 13%ige Chance, so einen Catalyst zu bekommen. Ach, die arbeiten schon wieder? Ja, wegen dem Curium, das von hier drüben kommt. Das passt ja. Es laufen momentan alle mit Mox außer ihm. Er ist noch auf Oldschool eingestellt. Na schön, soll mir recht sein. Ah, ist schön, wie sie glühen, ne? Im Dunkeln. Okay, wo ist mein Boiler? Gott, man findet hier im Inventar einfach gar nichts. Die Dinger brauche ich momentan nicht mehr. Wo sind... Ist mein Boiler? Da. Ich habe direkt 2 gemacht. Okay, ihr habt das tatsächlich als Rezept. Ha. Ich meine, Elektrik-Boiler ist im Prinzip nicht so schlecht. Das einzige Problem ist einfach, dass wir die Dinge nicht automatisiert haben. Aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wäre ein Elektrik-Boiler nicht so ein leidiges Ding. Schade, hier ist die ganze Alu- und Messing-Geschichte. Ich glaube, wir haben keine Elektrik-Boiler automatisiert. Weil ich immer sagte, oh, nimm einfach die normalen Boiler, das geht schon für alles, das passt schon. Nope, hier für die Deuterium-Reaktoren nicht. Dang it. Naja. Egal. Okay. Ich denke, wir haben
eine Idee, was wir tun müssen. Das Ganze muss runterdimensioniert werden. Das ist ein komplettes Unding, so. 250 mal Deuteriumgas. Ich meine, wir brauchen nicht so eine krasse Produktion. Denke ich mal. Ne? Ja. Ich denke, in der nächsten Episode werden wir dann versuchen, dieses Monstrum hier aufzusetzen. Was wir noch brauchen ist... Das da? Da brauchen wir Dampf. Heilige... Heilige Scheiße. Und du kommst vom Acid Gas. Oh. Okay, da kommt aber auch immer wieder was raus. Das ist ein selbstfiedender Zyklus. Ne? Hier, das sind 18.000. Wir brauchen aber 20.000. Warte mal. 0,0. Doch, das ist genau... Das ist eine 1:1 Relation. Das geht genau auf. Also alles, was hier rauskommt, geht hier wieder rein. Das ist, wir müssen es am Anfang kickstarten einmal mit dem Acid Gas. Aber dann ist das ein selbst laufender Kreislauf, würde ich sagen. Okay, ja. Ich denke, wir gehen das in der nächsten Episode mal an. Ich habe keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen saumäßig viel Platz. Ich weiß auch nicht genau, wo wir das... Auf. Ich denke, wir machen das hier drüben irgendwo. Oder hier. Und bringen es dann runter. Wir brauchen halt auch jede Menge Saline Water, wovon wir rein gar nichts haben, weil... Ach, weil das Zeug geclarified wird. Genau. Okay, das muss ich noch ändern. Wir wollen eigentlich... dass sich das rückstaut. Weil sonst wird das ganze Saline Water rausgeballert. Das heißt... Wie machen wir das am besten? Weil die fressen jetzt das ganze Saline Water raus, das hier eigentlich produziert wird. Nur damit es im Endeffekt gefeuert werden kann, hier mit dem Sodium-Hydroxid-Solution. Ja, und die sind gewired. Wenn wir zu viel haben, dann wird da das Zeug verbraten. Schalte das mal ab. Beziehungsweise... wir können das vielleicht jetzt noch mal kurz machen. Beziehungsweise, wir schalten es dann an. Ich brauche ein paar Combinators. Und ansonsten geht das da nicht. Und wir müssen dich... Das geht nicht. Das geht auch nicht. Verflucht. Das so machen. Die anderen Tanks können wir eigentlich abreißen, nicht wahr? Kommt nichts. Oh, da kommt nichts rein, kommt nichts raus. So. Und wir sagen jetzt hier. When Sodiumhydroxid größer ist als 10.000, hau mir ein hau mir ein
Ein S für Sodium raus. Hau mir ein Weiß raus. Und du machst, wenn Saline Water größer ist als 300.000, dann haust du mir ein Blau raus. Und dann machen wir noch einen dritten. Da kann ich Grüne nehmen. Du sagst, wenn... Nee, wir brauchen einen arithmetischen. So, das Ding da. Du sagst, wenn Blau und Weiß, dann haust du eine 1 raus. Und bei euch sagen wir jetzt, wenn 1 größer ist als 0. So. Das heißt, die arbeiten jetzt nur, wenn das Saline Water auch staut. Dann wird hier gearbeitet. Was ist das für ein Rohr? Habe ich da was weggenommen? Oder war das... Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier einen Break. Beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir dieses Deuterium aufgesetzt bekommen. Und wir schauen auch, ob wir ihn dazu bringen können, dass er irgendwann mal was macht. Bisher ist nichts rausgekommen. Wir brauchen 5 Stück von diesen Catalysts. Wir brauchen 5. Weil beim anderen produzieren wir leider nur 1. Und das ist für das Recycling. Ja, wir müssen 5 wieder reinpacken. Hier wird nur 1 hergestellt. Das läuft so nicht. Man braucht viel zu viel Deuterium. Von dem her, ja. Ich glaube, wir haben einen Plan. Jetzt müssen wir den nur noch umsetzen. Das wird nicht ganz einfach werden, aber das werden wir dann in der nächsten Episode weitermachen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.